Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von den Sims 2 mit der Familie Picasso. Matthias Picasso, der hier nämlich mit seiner Ehefrau der Gerda Picasso und den zwei Söhnen Pierre und Patrick und unserem Kindermädchen der Silke Sieber und ihrem Sohn den Sam Sieber. Hier wohnt nämlich das Kindermädchen quasi mit in der Familie mit. Ja, und ich spiele die quasi auch. Und hier in Bild seht ihr übrigens auch noch den Vater von Sam. Das ist nämlich der Claudio, genau, der hier. Unser Claudio Lothario, der ja immer mal ein bisschen wieder, ich sag mal, fremdgegangen ist. So, ja, das Partyergebnis ist immer noch schnarchlangweilig. Wir haben übrigens nochmal eigentlich einen Geburtstag. Patrick wäre eigentlich auch noch dran gewesen. Aber momentan irgendwie funktioniert das noch nicht so ganz. Naja, gut. So, die Gerda ist auf Arbeit. Die Silke, die irgendwie, das kriegt sie immer noch nicht hin. So, wir können mal hier flirten. Ich hoffe nicht, dass die Frau von ihm auch irgendwo dabei ist. Ich weiß es gar nicht. Oh oh, jetzt habe ich was angestellt. Jetzt hat sich der Thorsten Traumtänzer auch noch in die Silke verknallt. Shit. Das ist jetzt irgendwie echt übel. Das wollte ich jetzt so gar nicht. Ich habe, einfach nur mal ein bisschen geflirtet hier. Hilfe. Ach, und guck mal, wertschätzen. Warte mal, reden, plaudern, weil hier, das könnten wir dich... Was macht sie denn? So ein bisschen Freundschaft aufpushen. Ja, wir sind aber auch noch immer verliebt in Claudio Lothario, also dem Vater unseres Sohnes. Aber das hier ist die Frau von dem Claudio. Also müssen wir... Oh mein Gott! Oh nein! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Yeah, 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 yeah! Hier! Unsere liebe Gerda hat ihr Lebensziel erreicht. Und darüber bin ich natürlich... Jupp, jupp, jupp. Super, super froh. Sie ist jetzt eine Rockgöttin. Niemand hat hier zuvor so hart gerockt, so viele Soli gespielt oder so viele Stage-Divas gemacht wie du. Du rockst bei allem, was du tust. Du bist Musik. Du bist der Rock. Cool. Also, sie hat ihr Lebensziel erfüllt. Zur Belohnung erhält sie lebenslang den Platin-Level. Yay! Die Spitze der Musikkarriere ist das. Und sie arbeitet jetzt von 17 bis 23 nochmal von vorne. Von 17 bis 23 Uhr. Hat auch noch einen Bonus bekommen. Also sie bekommt sowieso jetzt 2830 und einen Bonus von 5660, was unsere Kasse noch auch wahnsinnig gut getan hat. Das ist doch. Ah, ich habe gar kein Foto hier gemacht. Wartet mal. Ich habe, so, nehme ich den... Oh, was habe ich denn jetzt angestellt? Hier, das will ich fotografieren. Ich habe da kein Foto gemacht. Wobei, das Foto finde ich jetzt gerade auch irgendwie süß, dass er mit seinem Papa spielt. So, oh, Partyergebnis nicht übel. Na, da haben wir noch mal Glück gehabt, dass wir das noch so hingekriegt haben. So, er hat endlich seinen Papa kennengelernt. Das finde ich irgendwie auch süß. Auf jeden Fall. So, ich gucke jetzt nochmal. Gerda, was ist mit dir? Die sieht auch schick aus, ne? Unsere Gerda. Das ist dein Sohn, Gerda. Oh mein Gott. Ich sehe die Gerda noch als so kleines Mädchen und jetzt hat sie einen eigenen Teenie-Sohn. Ey, das ist echt krass. Ich finde es so der Hammer. I'm sorry. So, einmal auf Toilette musst du noch. Der Jürgen will nicht gehen. Egal. So, Matthias, wo bist du? Oh, Matthias hat sich hingelegt zum Schlafen, aber in ein vollkommen falsches Bett. Das ist nicht dein Bett. Geh mal raus hier. Musst du eigentlich noch was lernen? Ja, Mechanik. Musst du morgen zur Arbeit? Ja, um 9. Oh Gott. Was mache ich denn am dümmsten mit dir? Ach, verdammt. Okay, du musst mal trotzdem jetzt runter und musst ein bisschen Mechanik lernen. Das tut mir echt leid. Nicht wirklich, aber... So, wer ist da? Pierre, du kannst dich spüren. Okay, Pierre. Ich kann jetzt auch in... Ja, von der Muse geküsst Tanzstudio.
Komm, ich will jetzt mal einen Kuss sehen. Ein Rom- oh, einen romantischen Kuss. Komm schon. Yay! Unser Thorsten ist zwar frisch verheiratet, aber irgendwie kann er nicht von der hübschen Blondine. Er ist so aufgeregt, dass er einen Hustenanfall bekommt. Thorsten, du kannst die hübsche Blondine jetzt knutschen, küssen, romantisch, was auch immer. Jetzt ist der Moment vorbei. Was macht er? Warum macht er so? Oh, ist Patrick wach? Oh ja, Moment. Patrick ist wach und bring ihn mal zum Kuchen. Vielleicht schaffen wir es ja noch, ich weiß es nicht. Hey, yay. Was ist hier? Keine Ahnung. Oh, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Guck mal, was haben wir denn da jetzt wieder erwischt? Hilfe. Das ist in ihren Armen ist er nach oben und ich habe hier irgendwie voll den Bug. Guck mal, sie hat voll irgendwie... Ah. Hilfe. Okay. Das, genau, ja. Ich hatte das schon mal. Oh, was ist denn das? Als Kleinkind hat Patrick die Laufbahnstufe Prachtexemplar erreicht. Das ist gar nicht so schlecht mit ein wenig harter Arbeit und so weiter. Okay, Sim und Sam und Silke haben die Grippe. Und mein lieber Patrick, könntest du irgendwie von ihr... Ach Gott, guckt mal. Sie trägt ihn noch wie ein Baby. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Jetzt werd bitte nicht noch älter. Er wird jetzt da hingelegt. Okay, gut, das war nur ein bisschen ein Bug. Er wurde so hingelegt wie ein Kleinkind. So, dann gehen wir benutzen und hier mal einmal baden und so. Morgen hast du ja frei. So, was ich nochmal gucken wollte. Pierre, wissen wir schon? Ja, Sportlerkarriere, wie der Papa. Das finde ich großartig. So, bei dir, ich würde dir jetzt mal, einfach mal sagen hier, nee, essen will ich nicht, aufräumen, so, aufräumen, dann gehst du nochmal hoch und gehst hier rein und dann schlaf dich mal richtig aus, ja, so, und Patrick braucht ein neues Zimmer, das heißt, wir müssen mal in unser Menü. Wir haben jetzt gar keine Kleinkinder mehr und ich habe jetzt auch wirklich gar keine in dieser Familie mehr geplant. Von daher, tschakka, oh, das können wir eigentlich noch lassen. So, ich guck mal, was wir noch von den anderen Sachen noch hier lassen können. Schauen wir mal. So, ich habe aber, wartet mal, ich habe seine Sachen noch gelassen gehabt. Wo stelle ich denn am besten das Bett hin? Wo möchte ich gerne das Bett haben? In die Ecke eigentlich. Ja, das fände ich, ist ein voll cooler Platz. Genau, und dann das, da passt super dazwischen. So, das, ups, so rum. Und dann können wir den Schreibtisch, ein, zwei dahinter eigentlich. Aber okay, was ist das? Ach so, das ist, warte mal. Das, passt das nicht dahin? Ach nee, da ist das im Weg. Okay, komm, das verkaufen wir. Das müssen wir auch nicht unbedingt haben. So, Moment. Doch, das ist soweit okay, denke ich mal. Dann der hier hin und der kommt in die Ecke. Nur, wartet mal ganz kurz, das können wir dann noch hier hinhängen. So, dann passt es nämlich auch wiederum. Okay, dann einmal noch vor das so und vors Bett hätte ich das gerne noch. Allerdings wollte ich für ihn schon auch ein bisschen die Farbe grün behalten. Deswegen werde ich das jetzt in das Dunkelgrün ändern. Okay, das kostet mir ein bisschen Geld, aber nicht so schlimm. So, dunkelgrün, das dunkelgrün, dunkelgrün. Jetzt haben wir da noch eine andere Farbe. Dann nehme ich mal den hier.
Dunkelgrün ist das da. Das passt auch. Das, ups, ja, das hier mit, ja, da müssen wir jetzt auch irgendwas Grünes in die Bettwäsche. Sollte auch eine grüne sein. Die hier, super. Ja, passt. Und noch das. So, perfekto. Dann aber noch einmal die Tapete hätte ich auch noch mal gerne geändert. Da muss ich jetzt mal gerade gucken, dass ich die finde. Wenn man natürlich etwas schnell finden möchte, die hier. So, Moment. Ups, andere Seite. Das da. Okay. Gab es da jetzt dazu passend auch noch was für den Teppich? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich glaube aber schon, oder? Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Echt nicht. Wir können es ja bei den Kollektionen eigentlich immer rausfinden. Ich muss es nur immer finden. Das ist das Unterwasser-Ding hier. Ach, guckt mal. Wir könnten natürlich auch hier einmal das. Und jetzt muss ich nur und nach oben noch, bitte. Geht das nicht beides gleichzeitig? Das steht doch sonst davor. Das ist doch doof. Wartet mal. So. Erst einmal hoch. Tschack, 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 tschack. So, und dann an die Wand. Haha. Ja, manchmal brauche ich ein bisschen. So. Nee, wir haben wirklich gar nichts auf dem Boden. Das sind alles Tapeten. Und nichts auf dem Boden. Schade. Okay. Das heißt, dass ich irgendein anderes, weil ich diese Farbe finde ich jetzt passt gar nicht so gut, ups, gar nicht so gut dazu, aber die könnte passen, oder? Nicht so wirklich. So ein komisch verwaschenes Grün, das passt immerhin besser. So. Und ich brauche hier nochmal ein Grün. Jawohl. Und noch eine zweite, nämlich hier. Ach so, das ist... Deswegen hängt das Teil nicht. Okay, verstehe. Das ist diese blöde hier, wo nur diese Dinger dran passen. Das ist, da gibt es so ein ganz spezielles Fenster, wo wirklich nur diese Vorhänge dran passen. Das ist wohl ein bisschen dumm gelaufen, in Anführungszeichen. Aber cool, ein schönes, ja, grünes Meerwasser. Zimmerchen. Ich finde es süß. Echt? Also, ja. Kann er gut drin leben, glaube ich. So. Okay, dann gucke ich jetzt gerade nochmal. Was haben wir denn? 23.50 Uhr. Oh mein Gott. So, also. Gerda, die ja jetzt ihren Gold-Level geschafft hat und hat noch 6 Urlaubstage übrig. Musik und Tanz. Okay, du machst gerade Hobbyarbeit. Das ist okay. Dann unser Matthias, der lernt noch ein bisschen weiter. Den muss er noch machen, diesen Punkt hier. So, ich muss jetzt gerade mal kurz aufräumen. Meine Katze schleicht ganz von hinten an. So, jetzt bitteschön. Geh, Mama. Dann die Silke. Oh, Silke flirtet ja immer noch mit dir. Das kann ja wohl nicht sein. 100, 100, oh mein Gott. Jetzt bin ich ja schon fast ein bisschen dabei, um zu sagen, das sind immer noch die... Ah, okay. Das sieht aus nach Kerzen. Ich bin schon fast dabei, mal die beiden in ein Bett zu stecken, um Kinder zu machen. Aber nein, ich muss mich zusammenreißen. Nein. Ich fände es nämlich interessant, ein Kind mit den beiden. Aber... Ich wollte doch keine Kinder mehr hier haben. Ich habe hier bereits 3 in dem Haus. Nein, das kann ich nicht machen. So. Weil irgendwann ist es dann auch einfach so, dass ich dann Kinder ausziehen lassen muss hier, definitiv, die ich dann nicht weiterspiele. Und eigentlich, jo, war das so nicht geplant. So, er schläft schon super. Sam, wo bist du? Och, du bist wieder im falschen Bett, Sam, aber das macht nichts.
Kann ich dir nicht sagen, dass er mal aufgehen soll oder so? Ich muss nämlich mal auf Toilette. Mal gucken, ob ich ihn rausschicken kann. Geh mal. Ich muss aufs Klo. Jürgen, raus. Raus. Okay. Ich weiß nicht, warum er immer nicht in sein Bett möchte. Ne? Geht immer in Mamas Bett. So, und unser Patrick. Patrick oder wie auch immer. Wen hast du denn jetzt eigentlich alles so? Okay, nur die ganze Familie, so richtig befreundet, aber noch mit gar keinem. Was hast du aber schlecht gemacht? Bis auf der Mama. Also die Mama war es, ne? Ja. Aber die anderen schlafen jetzt alle. Doof. Kann ich jemanden anrufen? Nein, um die Zeit nicht. Oh, den Hundi hier draußen. Ach, weißt du was? Guck mal, du kannst das mal abspülen da draußen. Oh, die Silke ist ja noch wach. Mit der könnten wir aber noch quatschen. Oh, lalalala. Oh, lalalala. Oh, wir haben jetzt sogar zwei Hunde. Jackie und Alabama. So, er geht jetzt endlich. Meine Güte. So, geh nochmal auf Toilette und säubern. Er geht auch anscheinend. Tschüss. So, Gerda, was mache ich mit dir? Gerda, du kannst mal kurz in den Kühlschrank gucken, ob du da irgendwas findest. Genau. Dann die Silke. Ich weiß nicht, ab wann es neue Jobs gibt. Ich würde ja echt mit ihr das nochmal ein bisschen gerne gucken, Mann. Schade. Aber wir könnten mal... warte mal, Pierre, stopp. Bleib doch mal stehen. Ich könnte mal mit dir nochmal kurz schaukeln spielen. Er setzt sich mal zum Papa auf die Couch. War das vorhin nicht schon höher? Oh, er hat den Punkt erreicht. Na, dann kannst du mal gerade aufhören. Weil du... Warte mal, ich schick dich mal... Oh, das müssen wir reparieren. Na, das hätte ich eher wissen müssen hier. Ist ja doof. Das ist nämlich auch Mechanik. Und dann, na ja, gut. Ne? So, meine liebe Gerda, du brauchst noch Hygiene. Dann schicke ich dich hier oben in die Badewanne. Was? Nee, in die Badewanne. Und danach ins Bett. Du bist... Oh, du kannst jetzt mal aufstehen. Kannst Alltagskleidung dir anziehen. So, jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Was brauchen wir denn für dich? Fitness. Liebst du auch hier? Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, warum nicht? Dann kannst du hier gleich noch ein bisschen trainieren gehen. So viel Hunger hast du nicht. Das könnte noch eine Weile gut ausreichen. Okay, er geht hier spielen. Wobei ich jetzt gerne einfach mal möchte, dass du dich mal kurz mit Silke unterhältst und so. Ja. Ich meine, das andere könnten wir natürlich auch mal angehen. Aber ich wollte mal diesen Freundeslevel hier mal angehen. So, Matthias. Oh, Matthias, was machst du? Er geht mal kurz auf Toilette, während seine Frau auch da ist. Danach kannst du hier mal duschen gehen. Und ich weiß, dir fehlt zwar den Spaß, aber geh erstmal schlafen. Du musst nämlich bald wieder aus den Federn raus. So, Silke. Jetzt gucken wir mal. Aha. Okay, dann machen wir mal... Wir können nochmal... Nee, wir reden erstmal. Abhängen. So ein bisschen quatschen jetzt mal zusammen. Sam ist noch im Bett. Okay, dann spule ich mal ganz fix vor. Yep. Und Patrick, irgendwie hast du mal gut gemacht. Ich weiß nicht was. Genau. Du kannst dann auch nochmal was aus dem Kühlschrank rausnehmen, Patrick. Und was machen wir denn das hier? Das haben wir doppelt. Und danach darfst du mal im Wohnzimmer lebenslange Zufriedenheit lernen. Ich finde, er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit seinem Bruder, oder? So ein bisschen. Ein breiteres Gesicht hat irgendwie. Beide braune Haarfarbe, wobei bei den Eltern natürlich nicht unbedingt ein Wunder. Ja. So, du machst ein bisschen Fitness. Das finde ich cool. Obwohl deine Körperpunkte sowieso schon voll sind. Aber
Das Hobby Fitness ist ja auch damit gemeint, ne? Joggen, Schwimmen, Begeisterung für Fitness und so weiter. Ja. Okay, dann würde ich aber trotzdem jetzt mal sagen, dass du erstmal duschen gehst und dann ebenfalls noch was isst, weil der Bruderherz hat hier was rausgelegt, das können wir doch noch essen. So, Silke, 6 Uhr, dann gehen wir doch mal einen Job suchen. Sie möchte die Faulenzer-Karriere beginnen. Und, ja, ups, da wäre doch jetzt echt mal was dran hier. So, und Sam hole ich auch nochmal runter. Der kann erstmal was essen. Okay. Komm schon, komm schon. Wir wollen. So, ich spule mal ein ganz kleines bisschen vor. Bildung, nein. Sportler, nein. Verbrecher, nein. Politik, nein. Ich will die Faulenzer. Ja, 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 ja. Angestellte im Plattenladen. Damit beginnen wir mit einem Lohn von 252 Ö. Aber ja, wir arbeiten 5 Stunden am Tag. Ja. Okay, das heißt, dass die Silke heute das erste Mal arbeiten muss. Sie darf auch nochmal gerade ein bisschen spielen. Wobei muss sie? Ah ja, sie wird um 9 abgeholt. Okay. Ein bisschen Spaß muss sie noch gerade aufbauen. So, was mache ich mit dir? Achso, lebenslange Zufriedenheit, genau. Hier, der Butler kommt. Du kannst dir da draußen noch gerade mal was aufräumen. Und unsere Jungs, zwei der Jungs, sitzen am Frühstückstisch, während er auch noch... ihm geht's gar nicht gut. Ich glaube nicht, dass er noch befördert wird. Wir kommen langsam immer näher, hoffe ich mal. Auch bei ihm mit dem Platin-Level. So. Okay, also gucke ich nochmal. So, ihr zwei, ihr befreundet euch miteinander. Das ist auch ganz toll. Weil das noch nicht der Fall ist. Also wenn ihr fertig seid, könntet ihr einfach auch mal abhängen miteinander. Das finde ich auch ganz cool. So. Patrick, der lernt, wie gesagt, diese lebenslange Zufriedenheit, das kann er auch noch weitermachen. Und dich lasse ich jetzt mal gerade aufstehen. Vielleicht kannst du mal gerade noch was üben, wobei du wirst gleich abgeholt. Das wird nichts mehr bringen. Und unsere Gerda, einmal aufstehen, Alltagsklamotten anziehen, einmal benutzen und säubern. Und bei dir hätte ich mal gerade kurz vor... mal gucken, mit wem du dich gut verstehst oder auch nicht. Ja, die Sonja, gucken wir doch mal, ob wir die nochmal anrufen können. So, anrufen, Sim. Und dann haben wir es gleich. Ja, dann haben wir es gleich. Auch heute wieder ein bisschen länger. Das ist immer so für mich die Frage. Eigentlich wollte ich hier bei den Sims 2 immer so 15-Minuten-Parts machen. Aber die andere Seite ist natürlich, ich mache immer von 9 Uhr bis 9 Uhr. Oh, also so grob, ja. Also wir haben jetzt gleich 9. Dann höre ich nochmal auf zwischen 9 und 10. Und meistens sind es 2 Parts. Es kann aber dann auch mal sein, dass es nur einer ist. Oder man könnte theoretisch auch 3 machen. Aber für 3 reicht die Zeit oftmals nicht. So, okay. Cool. Du gehst zum ersten Mal zu der Arbeit. Das finde ich große, große Klasse. Auch unsere Silke darf arbeiten gehen. Yay, viel Spaß. Viel, viel Spaß. Ja, also sie hat noch ein bisschen was zu tun. Aber vielleicht, es könnte sein, dass sie mit einer, ja, mit einer Beförderung nach Hause kommt. Mhm. Das werden wir aber dann erst das nächste Mal sehen. Also jetzt sage ich erstmal einen Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann erst wieder in einer nächsten Runde. Und ich gehe jetzt aber von Familie Picasso direkt danach drüben zu Familie Lothario, dem Claudio Lothario eben. Lasst es dir gut gehen. Tschüss und Goodbye. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Out. Ciao, ciao.